Max, in der zweiten Halbzeit wart ihr schon dominanter, habe ich den Eindruck gehabt. Trotzdem ein knapper Sieg, wie hast du es gesehen? Ja, es war ein knapper Sieg, aber im Grunde genommen haben wir das ganze Spiel über unser Spiel durchgezogen und das Spiel auch teilweise gut dominiert. Wir haben Sölling zu wenigen Chancen kommen lassen und haben dann in der zweiten Halbzeit immer wieder unsere Nadelstiche gesetzt und dementsprechend haben wir dann auch gewonnen. In der ersten Halbzeit habt ihr ja ziemlich Glück gehabt mit dem Torwartpatzer, dass Sölling da nicht in Führung gegangen ist. Wie hast du die Situation gesehen? Er war Anfang vom Spiel vielleicht noch ein bisschen nervös gewesen. Ball nicht richtig angenommen. Kann doof ausgehen, ist gut ausgegangen für uns. Das Tor hast ja du gemacht. Kannst du uns sagen, wie du das gemacht hast? Es lag auch ein bisschen am Trainer. Der Trainer hat in der Halbzeit gesagt, als ich reinkam, du bist heute der entscheidende Mann. Und der war ich auch. Und wie hast du das Tor gemacht? Ja, Spieler verlängert mit dem Kopf, ich halte den Fuß hin, stehe gut und Ball geht rein. Wie wichtig war der Sieg heute? Der Sieg war sehr wichtig für uns. Wir wollten schon immer mal gegen Sölling gewinnen, haben es in den letzten Jahren leider nicht geschafft und tut richtig gut, auch mal gewonnen zu haben gegen Sölling. Ihr seid jetzt im oberen Tabellendrittel, aber ein bisschen abgeschlagen von den Spitzenteams. Was habt ihr euch noch vorgenommen und wie wird das Spiel, das nächste Spiel gegen Mutschelbach 2? Ja, wir haben uns vorgenommen, so viele Spiele wie möglich noch zu gewinnen. Mutschelbach ist natürlich ein besonderes Spiel, schon mal die Vorpremiere sozusagen fürs Pokalfinale und da haben wir richtig Bock drauf. Max, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Bitteschön, danke.